Die hier essen wir doch alle gerne, die guten alten Pommes. Aber wissen Sie eigentlich, wie Tiefkühlfritten für den Supermarkt hergestellt werden? Und woran man gefälschte Pulverpommes erkennen kann, die komplett ohne Kartoffeln gemacht werden? Mein Kollege Jumbo Schreiner hat sich unsere beliebteste Beilage mal genauer angesehen und dabei Erstaunliches entdeckt. Wie sieht die perfekte Pommes aus? Was genau ist ihr Geheimnis? Die Belgier behaupten nicht nur, den Kartoffelsnack erfunden zu haben, sondern auch, dass ihre Pommes die besten der Welt sind. Die Tiefkühlindustrie produziert täglich hunderte Tonnen am Fließband. Und dann gibt's da noch die ganz sparsame Variante, Pommes aus Pulver statt Kartoffeln. Jumbo auf Pommes-Mission. In Holland steht diese XXL-Fabrik. Sie liefert 100.000 Tonnen Pommes frites pro Jahr an Supermärkte in ganz Europa. Ich habe auch was dabei. Hier hinten auf dem Truck 25.000 Kilo Kartoffeln. Und die müssen wir jetzt im Werk abliefern, denn es gibt Pommes. Gib Gas. Etwa 80% aller weltweit verzehrten Pommes frites kommen aus der Gefriertruhe. Massenabfertigung, 300 Tonnen Kartoffeln pro Tag. Allein in diesem Werk. Ja, das kann ja ein bisschen dauern. Täglich 15 solcher Trailer. Aus dem Anhänger plumpsen 280.000 Kartoffeln. Das Fließband werden sie nicht eher verlassen, bis sie als tiefgekühlte Fritten in Folie geschweißt sind. Damit die Pommes nicht zu kurz geraten, muss jede Kartoffel mindestens 5 cm lang sein. Das regelt diese Maschine. Hier werden die Kartoffeln durch ein Metallrost durchgeschüttelt. Und wie in der Grundschule, die Kleinen fallen durch, die Großen kommen in die Pommes. Grober Dreck fällt schon beim Rütteln von den Kartoffeln. Den Rest spült das Wasser in dieser Reinigungstrommel weg. Nächster Schritt, Kartoffeln schälen. Das passiert bei 200 Grad. In einer Art Dampfbad löst sich die Schale von ganz allein. Nach Größe sortiert laufen die Kartoffeln jetzt in 4 Röhren. An deren Ende erwartet sie alle das gleiche Schicksal. Die Taktung der Anlage, 40.000 Fritten pro Minute. Dafür werden die Kartoffeln mit 60 km/h durch diese Messer geschossen. Jede Kartoffel, die ganzen Tonnen marschieren durch diese Schneidemesser. Millionen und Millionen Pommes. Und deswegen ist das eines der teuersten Teile hier in der ganzen Fabrik. Jeder Messerblock kostet 600 Euro und hält nur eine einzige Schicht durch. Aus einer Kartoffel werden bis zu 20 Fritten. Die Reste werden als Tierfutter verkauft. Die Kartoffelstäbchen trocknen auf dem Fließband, bevor sie durch den Fotoscanner laufen. Die Kamera erkennt Pommes mit kleinen Fehlern, etwa Schalenreste oder Verfärbungen. Ein gezielter Luftstoß bläst solche Kandidaten an dieser Klippe nach unten. Sie landen auf dem Ausschussband. Die Kamera, die funktioniert quasi wie ein Türsteher. Wer nicht sauber angezogen ist, fliegt raus. Ja, genau. 50 Millionen Fritten durchlaufen jeden Tag dieses Fließbandlabyrinth. Gesamtlänge mehr als 2 Kilometer. Die Firma produziert 8 verschiedene Pommes-Sorten. Heute gibt es die Deluxe-Variante. Das bedeutet einen Produktionsschritt extra. Jede Fritte darf kurz in einer Mischung aus Mehl, Mais und Gewürzen baden. Das soll den Geschmack verfeinern. Dann geht's weiter in die XXL-Fritteuse. Sekunden im 180 Grad heißen Pflanzenöl genügen. Eine Fritteuse mit 500 Liter Öl. Damit kann man Elefanten frittieren in 3 Minuten. Das Schlaraffenland für Fastfood-Fans. Jetzt sind die Pommes vorgebacken. Zu Hause müssen sie dann nur noch in den Backofen. Jumbo darf schon mal probieren. Pommes-Profi Frank Voss ist zufrieden. Und wie schmeckt's Jumbo? Oh, halb, aber gut. Sehr gut.
Eigentlich sind die Fritten fertig, aber aus ihnen sollen ja Tiefkühlpommes werden. Deshalb geht's jetzt sofort in den Freezer. Runterkühlen von plus 90 auf minus 20 Grad. In drei aufeinanderfolgenden Kältekammern geht es immer weiter runter. Erst noch plus 10, dann 0, schließlich minus 20 Grad. Jetzt sind es Tiefkühlpommes, die nur noch verpackt werden müssen. Diese Anlage misst Menge und Gewicht. Exakt 600 Gramm fallen jedes Mal durch den Trichter. Letzter Schritt, einpacken in Plastikfolie. 350.000 solcher Pommespakete produziert die Fabrik pro Tag. Das Fließband läuft 24 Stunden durch, das ganze Jahr über. Der Hunger auf Pommes ist groß. Aber wer hat den Snack erfunden? Im 18. Jahrhundert waren nicht Kartoffeln, sondern frittierter Fisch sehr beliebt. Doch was tun, wenn im Winter die meisten Seen zugefroren sind? Um 1780 kam jemand auf die Idee, statt Fisch ein Stück Kartoffel ins heiße Fett zu werfen. Die Pommes frites, die frittierte Kartoffel, war geboren. Doch ob der Urvater der Pommes aus Frankreich oder Belgien kommt, darüber streiten die beiden Nationen bis heute. Fest steht, die Belgier sind verrückt nach Fritten. Über 5000 Buden für 11 Millionen Einwohner. Jumbo ist in Antwerpen auf dem Weg zu einer ganz besonderen. Während nachts im beschaulichen Antwerpen überall das Licht ausgeht, geht an einem Platz das Licht an. Hier im Frico Max behaupten Belgier, die wahrscheinlich besten Pommes der Welt zu machen. Das muss überprüft werden, und zwar von mir. Auf nichts sind die Belgier so stolz wie auf ihre Pommes frites. Bernard Lefebvre steht schon seit 18 Jahren hinter dieser Imbisstheke. Bernard. Well. Hallo. Ça va? Ça va, sagt man in Belgien? Ça va, ja. Servus, sagt der Jumbo. Warum ist eure belgische frittierte Kartoffel, die Fritte, die beste? Es ist teils Geheimnis, teils Erfahrung und teils Kunst. Bernard ist Frittenphilosoph. Tiefkühlware hat bei ihm Hausverbot. Original belgische Pommes dürfen nur frisch aus dieser speziellen Kartoffel geschnitten werden, der Bintje. Mit einer schlechten Kartoffel macht man keinen guten Fritte. Aber mit einer guten Kartoffel ist es noch nicht getan. Ne? Ist noch nicht garantiert. Aber die Bintje ist die perfekte Kartoffel, ja, für die Fritten. Ja, ja. Das ist die Mutter von allen Frittenkartoffeln. Erstmal muss bei der Pommesmutti die Schale runter. Und dann kommt diese Gerätschaft zum Einsatz. Was ist denn das? Oh! Ja, was ist denn das? Ja, das ist belgische Hightech. Kartoffel einlegen, durchpressen, fertig. Pommes machen mit reiner Manneskraft und Jumbo mit leichten Problemen. Mach du mal. Und bei mir geht es so, oder wie muss ich erfahren? Ja, du musst das Ding mal ölen. Das hier. Schwuppdiwupp und schau. Fertig sind die rohen Pommes. Die frisch gepressten Fritten kommen auf den linken Haufen. Das Wichtigste am belgischen Pommeskult, doppelt frittieren. Erst nach dem zweiten Durchgang entfalten sie die ganze geschmackliche Power. Zuerst wird den Kartoffeln das Wasser entzogen bei nur etwa 130 Grad. Die Temperatur variiert je nach Alter der Kartoffel. Zwischen den Gängen brauchen die Pommes eine Stunde Erholung. Die ganze Welt frittiert mit Pflanzenöl, nur die Belgier nehmen Rinderfett. Rinderfett gibt ein ganz spezielles Geschmack. Das Tierprodukt ist weder billiger noch gesünder. Hier geht's nur um geschmackliche Nuancen. Frittiergang Nummer 2, der finale Frittiergang. Was ist daran so wichtig? Du bist eine Fritte. Ja. Hypnose. Du bist genau, eine Fritte. Ich bin ein Pommes frites. Voilà. Ich bin ein Pommes frites. Und du darfst Fritte wählen in eine kleine Frifri mit 1 Liter Öl mit 100 Fritten darin sitzen. Ja. Oder hier mit vielen Freunden, aber ganz viel Platz haben in einer Jacuzzi. In der riesigen Fritteuse kann sich jede Pommes ungestört mit Fett vollsaugen. Das intensiviert den Geschmack. Gestoppt wird nicht mit der Uhr, sondern mit dem Ohr.
Nach das Schwimmen fängt das Singen. Hörst du jetzt die Fritten, die anfangen zu singen? Jumbo hört nichts. Wir hören nichts. Nur der Profi hört. Fertig. Die Fritten jetzt noch zweimal sprengen lassen, damit sie überzähliges Fett loswerden. Hier macht die Übung den Meister. An belgischen Buden serviert man Pommes frites ganz klassisch in der selbstgebastelten Tüte. Großer Vorteil, das Fett läuft nach unten durch. Und man ist bei der Größe flexibel. Salz kommt erst ganz zum Schluss drauf. Und dann hat Jumbo die Qual der Wahl aus 13 speziellen Pommessoßen. Bernards Favorit lässt gewöhnliche Gaumen erschaudern. Saure Gurken in Senf. Ist auch sehr gut, um das Fettgehalt zu neutralisieren. Also dann wird es ein Diätprodukt, wenn Sie Fritten damit essen. Wer das glaubt, muss noch viele Diäten machen. Von scharf bis süß hat Jumbo alles auf dem Soßenteller. Wie schmeckt die belgische Pommes? Zweimal frittiert in Rinderfett. Kross, aber nicht zu kross. Schön leicht, aber nicht zu waschlig. Salzig, aber nicht zu salzig. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass das Frittieren mit Rinderfett einen herzhaften Geschmack auf das Kartoffelstäbchen zaubert. Eine spezielle Machart für ein spezielles Volk. 90% der Belgier essen regelmäßig solche Pommes frites. So viel Aufwand wie die Belgier betreiben in Deutschland die wenigsten Imbissbuden. Es gibt mittlerweile sogar eine Industrie, die sich auf künstliche Pommes spezialisiert hat. Klingt gruselig, ist aber wahr. Lebensmitteltechnologe Stefan Lück kennt sich aus mit den Tricks der Branche. Von ihm will Jumbo wissen, wie das funktionieren kann. Pommes ohne Kartoffeln. Die Zutaten so mancher Lebensmittel stammen aus dem Labor. Im Joghurt etwa befinden sich manchmal nur noch Spuren von Früchten. Aber wie bastelt man künstliche Pommes frites? Stefan Lück packt einen ganzen Chemiebaukasten aus, verschiedenste Tabletten und Pulver. So, hier haben wir jetzt Kartoffelmehl, getrocknete Kartoffel sozusagen in Pulverform mit der Stärke zusammen. Ist das unsere Kartoffelmasse. Das ersetzt die Kartoffel, die du eben in der Hand gehabt hast. Dazu wollen wir aber auch, dass die Kartoffel nicht braun wird. Deswegen haben wir hier Ascorbinsäure und wir haben Diphosphat bzw. auch Schwefel, damit es nicht braun wird. Hier haben wir wiederum Malzextrakt. Da soll Farbe ins Spiel kommen und es soll ein gewisses Aroma bekommen. Und zu guter Letzt habe ich hier ein Verdickungsmittel. Das macht die Pommes frites in der Mitte geschmeidig. Das hier werden wir vermengen und daraus entsteht dann nachher eine leckere Pommes frites. Daraus? Ja. Freunde, möchtet ihr das mit Mayo und Ketchup essen? Dieses Allerlei aus Kartoffelpulver und Zusatzstoffen müssen Jumbo und Stefan erstmal zusammenrühren. Wasser dazu und fertig ist der Instant-Pommes-Teig. Die kuchenartige Masse muss jetzt noch eine Stunde in den Kühlschrank. Dann kann Jumbo seine kartoffelfreien Fritten einfach ausschneiden. 2 Jahre im Tortenparadies gearbeitet. Do-it-yourself-Pommes. Außer ein paar Löffeln getrockneten Pulvers ist in Stefans künstlicher Pampe kein bisschen Kartoffel mehr drin. Diese Mischung, die gibt es natürlich schon längst. Die Industrie hat genau solche Pommes schon längst hergestellt und die gibt es schon sehr lange im Handel. Und die habe ich natürlich auch hier. In Deutschland gibt es diese industriellen Pulverpommes nur an wenigen Imbissen. Aber in Frankreich und England sind sie weit verbreitet. Jumbo packt die Pommes frites dazu, die im Tiefkühlwerk aus der ganzen Kartoffel geschnitten wurden. Der Pulvervariante traut er nicht über den Weg. Muss ich mir für die künstlichen jetzt einen Impfpass besorgen oder muss ich mich ärztlich untersuchen lassen? Um Gottes Willen, nein. Aber machen wir uns nichts vor, du kennst mich, ich stehe auch auf Natur. Hier haben wir das Naturprodukt, da wird aus der Frucht das Produkt geschnitten. Das ist natürlich von der Qualität ganz weit oben. Die anderen Produkte sind mit Sicherheit minderwertiger, aber sie sind auch nicht schlecht. Von daher kann man alles auch gut verzehren. Essbar, ja. Aber sind die Pulverpommes auch lecker?
Gleiche Chance für alle. Stefans Eigenbau und die beiden Fertigvarianten, einmal aus der ganzen Kartoffel, einmal aus Pulver, teilen sich eine Fritteuse. Lecker schauen alle drei aus. Zuerst die Tiefkühlpommes aus unserer Frittenfabrik, die einzige aus ganzen Kartoffeln. So muss eigentlich Pommes sein. Knusprig, innen weich, guter Geschmack, lecker. Jetzt die industriell geformte Pulverfritte. Jede Pommes sieht absolut identisch aus, weil sie alle aus der gleichen Form gegossen wurden. Die künstlichen Pommes aus der Industrie. Gleich groß, gleich dick, gleich hoch, schmecken alle gleich langweilig. Das identische Prinzip haben Jumbo und Stefan zu Hause angewendet. Diese Pommes frites haben sie aus diversen Zusatzstoffen und Kartoffelpulver zusammengerührt. Und jetzt Stefans Chemie-Baukasten-Pommes. Sieht aus wie Pommes, ist knusprig, schmeckt auch nach Kartoffel. Aber ganz ehrlich, wer möchte sich denn aus einem Chemie-Baukasten ernähren? Jumbo jedenfalls nicht. Am besten hat's ihm immer noch in Belgien geschmeckt, wo die Pommes direkt aus der frischen Kartoffel stammt.